Hallo zusammen. Dies ist ein Wissenscheck-Video zum Thema Potenzen und hier kannst du überprüfen, ob du die Potenzgesetze verstanden hast. Was du hier machen sollst, ist, du hast hier verschiedene Rechenoperationen gegeben und du sollst das Ergebnis jeweils als eine einzelne Potenz schreiben. Natürlich kannst du das Video jetzt anhalten und versuchen, die Aufgaben zu lösen und dir anschließend die ausführlichen Lösungswege dann vorrechnen lassen. Außerdem möchte ich noch auf die Videobeschreibung hinweisen. Dort findest du Links zu weiteren Lektionen und zu weiteren Wissenscheck-Videos. So, bei dieser Aufgabe soll man dieses Produkt zweier Potenzen als eine einzelne Potenz schreiben. Und hier fällt auf, dass die beiden Potenzen, die hier multipliziert werden, die gleiche Basis haben, nämlich 2. Und wenn man Potenzen mit gleicher Basis multipliziert, dann behält man diese Basis bei und addiert die beiden Exponenten, also hier 3 plus 4. Und so erhalten wir als Ergebnis 2 hoch 7. Wenn wir uns diese Aufgabe hier anschauen, fällt uns ebenfalls auf, dass beide Potenzen, die hier dividiert werden, die gleiche Basis haben, nämlich 5. Und wenn zwei Potenzen mit gleicher Basis dividiert werden, dann behält man die Basis auch bei, aber man subtrahiert die Exponenten. Also rechnen wir 4 minus minus 3. Und das ergibt 5 hoch 4 minus minus 3 ist 4 plus 3 und das ist 5 hoch 7. Bei dieser Aufgabe stellen wir fest, dass nicht die beiden Basen der Potenzen identisch sind, sondern die Exponenten. Und wenn wir Potenzen mit gleichem Exponenten multiplizieren, dann können wir die Basen zusammenfassen und sie eben mit diesem gleichen Exponenten versehen. Und um die Basen zusammenzufassen, rechnen wir eben halt 2 mal 3. Und was jetzt in der Klammer steht, können wir natürlich weiter zusammenfassen. 2 mal 3 sind 6 und der Exponent ist 3. Also ist dieses Produkt als eine Potenz geschrieben, 6 hoch 3. Hier haben wir einen Bruch mit jeweils einer Potenz im Zähler und einer Potenz im Nenner. Und auch in diesem Fall sehen wir, dass die Exponenten der beiden Potenzen identisch sind, nämlich 3. Und auch in diesem Falle können wir diesen gemeinsamen Exponenten rausziehen und schreiben hier in die Klammer den Quotient der Basen, also 4 geteilt durch 2. Und durch diese Klammer ist jetzt klar, dass sich dieses hoch 3 auf den gesamten Bruch bezieht. 4 geteilt durch 2 ist nicht schwierig auszurechnen, das ist natürlich 2. Und so können wir 4 halbe in Klammern hoch 3 als 2 hoch 3 schreiben und haben so nur noch eine Potenz da stehen. In diesem Beispiel sehen wir eine Potenz 3 hoch 2, die selbst nochmal hochgenommen, also potenziert wird. Und bei einer Potenz, die potenziert wird, behält man die Basis bei, also die 3 bleibt stehen, und man multipliziert in diesem Falle die beiden Exponenten. Man rechnet also 2 mal 4 und das ist dann 3 hoch 8. So, bei dieser Aufgabe ist schon ein bisschen mehr los. Hier haben wir einen Bruch mit Potenzen, der anschließend selber wieder potenziert wird. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir erstmal, dass diese beiden Potenzen im Bruch jeweils den gleichen Exponenten haben, nämlich 2. Und dann können wir das ja erstmal so zusammenfassen, dass wir hier diesen Exponent 2 anwenden auf den Bruch 2 Drittel. Und anschließend nehmen wir diese Potenz nochmal hoch 3. Jetzt haben wir den Fall, dass wir eine
Potenz haben, die potenziert wird. Und dann können wir eben halt 2 Drittel hoch 2 mal 3 rechnen. Also 2 Drittel hoch 6. Das können wir sogar so stehen lassen, weil wir sollen ja als eine Potenz schreiben. Also wir haben eine Basis 2 Drittel und wir haben den Exponenten 6. Und 2 Drittel kann man nicht schön zusammenfassen. Also können wir so stehen lassen und sind fertig. So, das war's mit diesem ersten Wissenscheck-Video zum Thema Potenzen. Weitere Videos mit weiteren Aufgabenbeispielen sind in Vorbereitung. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, verpasst du garantiert kein Video mehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Dann freue ich mich natürlich über ein Like. Schreibt mir Kommentare, was ihr alles so brauchen könnt an Videos. Teilt meine Videos mit den Mitschülern. Und schaut doch mal auf meiner Mathe-Seite vorbei, mathehoch13.de. Dort gibt es alle meine Videos nach Themen sortiert. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Alles Gute. Tschüss.